Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Krise in der Ampelkoalition. Kanzler Scholz hat am Abend mit Finanzminister Lindner beraten. Details wurden nicht bekannt. Thema dürfte aber Lindners Konzept gegen die Wirtschaftsflaute gewesen sein. Weitere Gespräche von Scholz, Lindner und Wirtschaftsminister Habeck sind geplant. Am Mittwoch tagt dann der Koalitionsausschuss. Koalitionsverhandlungen in Brandenburg und Thüringen beginnen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem Bündnis Sahra Wagenknecht zu. In Brandenburg ist eine Koalition mit der SPD geplant, in Thüringen mit CDU und SPD. Die noch recht junge Partei war bislang noch nicht Teil einer Regierung. Endspurt im US-Wahlkampf. Einen Tag vor der Präsidentenwahl haben die Demokratin Harris und der Republikaner Trump jetzt ihre letzten Wahlkampfauftritte. Dabei konzentrieren sie sich auf die Swing States. Diese Bundesstaaten sind entscheidend für den Wahlausgang. Umfragen zeigen weiter ein knappes Rennen. Präsidentin Sandu gewinnt Stichwahl in Moldau. Die pro-europäische Amtsinhaberin erhielt knapp 55% der Stimmen. Damit liegt sie klar vor ihrem pro-russischen Herausforderer Stoyanoglu, der gut 45% erreichte. Die Wahl gilt als Richtungsentscheidung. Moldau ist EU-Beitrittskandidat. Trauer um US-Musiker Quincy Jones. Wie sein Sprecher mitteilte, starb er gestern Abend in Los Angeles im Alter von 91 Jahren. Jones war an vielen Erfolgsalben großer Stars beteiligt, unter anderem an Thriller von Michael Jackson. Das Wetter? Vom Norden bis in den Osten meist bewölkt und Sprühregen, sonst nach Nebel sonnig, nur im Süden den ganzen Tag trüb. 7 bis 17 Grad.